Moin zusammen, ja, ihr seht hinter mir das Model 3, was aktuell der Spitzenreiter ist im Q-Check und das ist jetzt nicht unbedingt positiv, aber das Fahrzeug kennt ihr. Wenn nicht, verlinke ich euch gerne nochmal das Video oben jetzt gerade, könnt ihr euch nochmal angucken. Aber es gibt jetzt seit neuestem Jahr natürlich das Model 3 Made in China, MIC abgekürzt und da habe ich mir sagen lassen, die sollen viel besser sein und wie die dann aussehen. Hinter mir stehen zwei Modelle, das gucken wir uns jetzt an. Nach dem Intro geht's sofort los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, das Model 3 Made in China soll qualitätstechnisch auf einem ganz anderen Stand sein als hinter mir in der Garage das berühmt-berüchtigte Model 3 vom Jan. Das werde ich mir jetzt ansehen. Also im Q-Check geht es natürlich genau um solche Themen, ne? Das, was eigentlich niemand interessiert, Spaltmaße, Übergänge, Lackqualität und so weiter. Ihr kennt das. Wer das von euch nicht kennt, dem verlinke ich gerade nochmal das Video, wo ich das Ganze erkläre. Das erspare ich mir jetzt hier. Kostet eigentlich auch nur Zeit und von daher, lasst uns einfach mal beginnen. Ich werde mir jetzt die beiden Fahrzeuge genau angucken, spiele ein bisschen Musik dabei, dann gibt es eine kleine Werbeeinblendung für meinen Shop und am Ende werde ich das Ganze dann mal eben für euch aufarbeiten. Wo stehen die beiden Fahrzeuge? Also, los geht's, würde ich sagen. Habe fertig. Und das Ergebnis der beiden Autos, das möchte ich euch jetzt mal eben vorstellen. Und zwar fangen wir mit dem Weißen an. Ja, ein paar Themen sind drauf, aber es ist besser als der Weiße, der da hinten steht und der aus den USA kommt. Der Weiße hier aus China hat nämlich, wir fangen mit den Kategorie 3 Themen an, grundsätzlich sind es beides sehr gute Autos, um das mal eben vorwegzunehmen. Und wir liegen hier bei, und das blende ich mal eben ein, dreimal die Kategorie 2, beide Fahrzeuge ohne Kategorie 1. Und in Summe fünfmal die Kategorie 3, also kleinere Themen, sind 20 Punkte. Die Bestenliste gucken wir uns am Ende an. Ich möchte euch jetzt erstmal bei dem weißen Fahrzeug jetzt zeigen, wo die Themen sind. Und zwar haben wir als erstes, ich fange mit den Kategorie 3 Themen an, einmal Tür hinten rechts, Unterstand von 1 mm. Und zwar ist das in diesem Bereich hier, habe ich jetzt etwa ja, 1 mm Unterstand hier. Also das ist schön schuppig hier oben und hier unten im unteren Bereich hier und auch da, sehr extrem, fällt die Tür nach innen so ein bisschen ein. Nicht wirklich schlimm und deswegen auch nur ein Kategorie 3 Thema. Dann haben wir, ja, Rückleuchte sind beide beschlagen. Das Fahrzeug steht jetzt hier länger schon. Das heißt, das hat sich hier schon wieder ein bisschen reguliert. Und zwar in beiden Fahrzeugen. Hier seht ihr noch so ein bisschen den Rest hier. Das war viel schlimmer. Also war bis hier vorne gerade, als ich angefangen hatte. Und die andere Seite, hier sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Da seht ihr, bis hier ist
die Rückleuchte beschlagen. Das kennen wir auch aus den US-Modellen, da wird der gleiche Lieferant sein. Von daher gehe ich davon aus, dass sich das keine chinesischen Teile sind, sondern speziell für den chinesischen Markt. Kotflügel vorne, links an Stoßfängeranlage. So. Und zwar möchte ich euch mal eben zeigen, was ich meine. Wenn ich jetzt hier, dieses, das ist so wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Das kann ich hier unten rein. Hier, hier, hier. Und da hake ich schon fest. Na, hier geht's nicht weiter. Hier komme ich auch gar nicht mehr rein. Der liegt komplett von da bis da an. Ich zeige mal, wie es aussehen kann. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Bin ich hier drinne. So. Man kann ihn so schön hier durchziehen. Das seht ihr. Na, so. Schön durchziehen. So. So kann es aussehen. Sieht's aber nicht. Also Anlage Kotflügel. Dann haben wir, ja genau, im Himmel. Himmelversatz. Haben wir auch bei beiden Autos. Das ist hier oben. Von da nach da. Das sind bestimmt 2-3 mm. Ich hoffe, man erkennt das gleich. So, und dann ein Thema. Also normalerweise sollte das gar nicht passieren. Also der ist hier unten. Hier ist der Sitz irgendwie lose. Kannst du wieder randrücken? Und also, das geht bei gar keinem anderen Sitz geht das. Und hier, zeige ich mal hier. Seht ihr? So. Da fangen wir hier oben an. Also, das hier ist ja die Zierleiste, der Stoß der Zierleisten. Zueinander. Ja. Und der hat hier einen ziemlich starken Versatz. Ist richtig zueinander weggekippt. Richtig krass, also über einen Millimeter, der hier übersteht. Und wenn man von hier vorne drauf guckt. Oh Gott, stehe ich im Weg eigentlich schon, damit man sieht. Man kann hier so ein bisschen auch in die Unterwäsche reingucken. Das ist auf der anderen Seite gar nicht so. Man muss die andere Seite mal eben angucken. Ist hier alles gut. Ihr könnt nicht in die Unterwäsche reingucken. Sie sind zueinander, stehen sie gut. Alles schick. Also, aufgrund der Größe habe ich es aufgeschrieben. Dann die Heckklappe hinten zueinander. Und zwar der Spalt rechts zu links. Also der Spalt zu dem Spalt hier hinten. Das. Der ist doch hier ein bisschen größer. Und zwar Heckklappeversatz links 5 zu 3,5 mm. Das ist schon ein größerer Versatz. Hat das andere Fahrzeug auch nicht. Und wir haben dann noch bei der Heckschürze selber hinten links einen ziemlich heftigen Unterstand hier. Also dieser Unterstand hier. Das. Das sind definitiv 2 mm und damit nicht gut. Okay, sind dann in Summe eben die Punkte, die ich gezeigt habe. 20 an der Zahl, 3x Kategorie 2 und 5x Kategorie 3. Jetzt kommen wir zu diesem Modell. Tja. Und das gibt jetzt gleich Mecker von Eckart oder so, weil jetzt heißt es, der arbeitet bei Tesla und prüft die Autos gut. Ne, der ist gut. Das ist der neue Spitzenreiter im Q-Check. Tatsächlich. Ein chinesisches Model 3 hat in Summe 10 Fehlerpunkte. Ich zeige euch das mal eben. Kein Kategorie 1, was zu erwarten war, sonst wäre es auch schon eng geworden mit 10.
Dann hat er einmal die Kategorie 2 und fünfmal die Kategorie 3. Wir fangen mal mit der Kategorie 3 an, würde ich sagen. Ich zeige euch das einfach mal. Und das ist Stoßfänger vorne links zu Kotflügel. Da haben wir genau das gleiche wie eben gehabt. Das heißt, die Anlage des Kotflügels an dem Stoßfänger in diesem Bereich. Auch hier wieder. Ich kann ihn durchziehen. Und hier ist er. Hier ist er fest. So, und hier vorne komme ich auch gar nicht unter. Also ist auf der anderen Seite auch gar nicht. Das heißt, da ist wieder alles schick. Könnt ihr euch nochmal zeigen, aber könnt ihr mir auch glauben. Da ist gar nichts. Also zeige ich das hier trotzdem jetzt mal. Sonst, das heißt wieder, der Schwung, der macht die Autos schick hier. Da. Seht ihr, das ist richtig schön drinne. Ne? Da, richtig drinne. Okay. Dann haben wir das nächste Thema. Das ist die Tür hinten rechts. Auch hier haben wir einen größeren Unterstand. Wie beim anderen Fahrzeug auch. Das heißt, dieser schuppige Aufbau, den ich hier mal propagiere, der ist bis hier drüber. Hier geht er runter. Ab hier. Entweder steht die ganze Seitenwand mit draußen oder die Tür ist im unteren Bereich. In diesem Bereich, dass die Tür nach unten so ein bisschen reingeht. Also hier ist das schon. Das geht besser. Ich weiß nicht, was da geht. So, dann haben wir ja auch hier die Rückleuchten. Sieht man hier vielleicht noch. Hier ist ein bisschen noch beschlagen. Also sind auch undicht. Hier ist noch ein bisschen beschlagen. Also das ist das typische Model 3 Thema. Ne? Die sind undicht. Kategorie 3. Den Himmelversatz hat hier auch das Fahrzeug. Auch das habe ich übrigens auch schon besser gesehen. Ich meine, bei dem anderen weißen war es sogar besser. Mal gucken. So, da seht ihr oben den Versatz des Himmels. Da. Okay. So. So, und dann hat er einen letzten Punkt, den kenne ich so noch gar nicht. Den hatte ich vorhin so noch nicht gesehen. Ist mir ein bisschen nebenbei aufgefallen. Und das seht ihr jetzt hier. Ihr seht unten die Schiene, die die Zierleiste an der Tür oben aufnimmt. Da könnt ihr wirklich drauf gucken. Also wirklich hier, versucht das gleich mal ein bisschen heller zu machen mit Final Cut. Ich sagte auch schon, fokussieren ist fehlgeschlagen. Das fällt ihm hier schwer, wirklich hier den Fokus zu bilden. Aber man kann auf die Unterwäsche gucken. Das heißt, die ganze Schiene ist zu weit nach da gebaut. Die könnte ein Stück, ja, so 1-2 mm nach vorne. Und dann wäre das auch alles gut. Das waren schon die Kategorie 3 Themen. Und dann gucken wir uns nochmal eben das einzige Thema an. Und das ist oben bei der Rückleuchte. Die Rückleuchten ohnehin oben. Die laufen ja hier in einem Spalt. Dann ist das hier die äußere Rückleuchte im Prinzip, die nicht in der Rückwand, in der Heckklappe drin ist. Und das ist die innere. So, die innere hat hier einen richtig schönen Spaltverlauf. Und hier oben geht der Spalt richtig auf. Seht ihr das hier? Hier kann ich da wirklich schon einen kleinen Finger reinstecken fast. Ist auf der anderen Seite nicht so. Viel, viel gleichmäßiger. Sieht viel harmonischer aus hier vom Spaltverlauf. Und auch das andere Fahrzeug hier. Bei weiß sieht man den Kontrast noch mal ein bisschen besser. Das geht deutlich besser hier. Und auch auf der Seite sieht es deutlich besser aus. So dass wir hier von einem Übergangsthema reden von. Wir haben 4,5 mm hier. 4,5 mm zu hier Maximum 3 mm. Ja, und das war's dann auch schon. Und das heißt nämlich jetzt auf Qualitätscheck-Ergebnisliste. Und die blende ich euch mal jetzt mal eben ein. Da seht ihr, dass das eine Model 3 mit einer Summenzahl von 10 Fehlerpunkten auf dem ersten Platz steht, noch vor dem ID.3. Ja, und das andere Model 3 mit 20 Fehlerpunkten reiht sich zwischen dem Taycan ein und dem Polestar 2 mit 20 Punkten genau in der Mitte. Und nicht zu vergleichen mit unserem Ami,
der jetzt das Ganze in einen Rand hier mit 81 Punkten. Ich glaube, den wird auch keiner mehr einholen. Es sei denn, ich kriege vielleicht mal so einen Dacia Spring oder so. Man weiß es nicht genau. Okay, also. Ich denke mal, diese beiden Fahrzeuge bilden für mich dann zukünftig den Maßstab, an dem ich jetzt gemessen werde, wenn ich dann tatsächlich bei Tesla anfange. Und ich werde mir dann ein, zwei Ausreden einfallen lassen, warum etwas nicht so gut ist. Da kann ich mir dann ein bisschen was ausdenken, bis die ersten Fahrzeuge kommen. Aber das ist wirklich top. So wünscht man sich das. So hätte ich es mir von Anfang an bei Tesla gewünscht. Und unter anderem war das Ergebnis eben nicht das Entscheidungskriterium, warum ich ein ID.3 genommen habe, sondern eher das Ergebnis dahinten. Und letzten Endes muss ich ehrlich sagen, also mit so einem Model 3, da werdet ihr glücklich. Es sind sogar so Themen wie die TÜV-Falze und so weiter. Das möchte ich euch vielleicht nochmal eben abschließend zeigen. Das sind Themen, wo ich ja ganz groß das andere Fahrzeug kritisiert habe, jetzt was hinten in der Garage steht. Und das kann ich euch vielleicht nochmal eben zeigen. Das sind innen, das sag ich so, damit kann ich leben, auch wenn da keine PVC-Naht ist. Das ist der Falz hier. Und die macht überhaupt nicht auf. Gar nicht, ne? Nur unten hier. Das hat das andere Fahrzeug auch gehabt. Aber wenn das so in Summe aussieht, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Das ist komplett sauber. Komplett. Bei beiden Fahrzeugen. Übrigens. Beide Fahrzeuge haben nicht eine einzige PVC-Blase bzw. Lackblase. Nicht eine einzige. Die stehen lacktechnisch sowas von genial da. Das ist besser als das, was ich bei jedem ID.3 bisher gesehen habe. Oder besser, was ich bei jedem Mercedes gesehen habe, den ich teilweise bei der Arbeit zu sehen bekomme. Also die Lackieranlagen, die das Ding oder die Autos lackieren. Alles richtig gemacht. Da sieht man, das sind neue Investitionen und keine Altanlagen, die von irgendeinem Ford oder General Motors Konzern übernommen wurden. Das ist hier tippitoppi. Wirklich, richtig gut. Soll's gewesen sein. Q-Check Model 3 MIC Made in China. Top ausgegangen für die beiden Fahrzeuge. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch für die Besitzer. Alles richtig gemacht, auch wenn es jetzt keine Refresh-Modelle sind. Trotzdem, mit den Autos werden sie glücklich. Ihr wisst, was jetzt kommt. Kanal abonnieren natürlich. Und den Daumen hoch geben. Ihr könnt den Daumen auch runtergeben. Dann begründet das aber auch bitte. Ansonsten hoffe ich, bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder was Neues gibt auf dem Kanal. Der wird sich jetzt ja so etwas umentwickeln. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und dann, wir sehen uns. Ciao.